Eigentlich, was ist denn das da? Bespannt, wer bei dir überlebt. Ja, das werden wir sehen. Ah, das hatten wir auch schon, das Foto. Hier räumt ja nie jemand was weg. Das bleibt ja alles liegen. So, ja, ich komme ja schon. Weißt du, Sam? Ja, Josh. Oh je. Ich wollte nur sagen... Was? Na hoppala. Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Seltsam zurück zu sein? Ja, wir sind für dich da. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Ich spiele auf der PS4, ja klar. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Ich habe die an den Streaming-PC rangeklemmt und das habe ich jetzt endlich hingekriegt. Und ja, jetzt spiele ich auf der PS4. Ding, 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 ist zu. Der Tür ist zu. So. Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Mhm. Wie der das so abfällig sagt. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Ja? Hier will man nicht unbedingt allein sein. Nee, Benny, ich kann mit dir kein Counter-Strike spielen, da verliere ich ja. Was haben wir denn da? Oh, ein Basie. Ein Basie! Ja, nimm den. Die scheint mir so die Sportive zu sein, ne? Baseball und Schnee, ist das deiner? Humorvoll. Ach komm, wir machen einen Witz. Wir flirten ein bisschen mit ihm. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummi. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad... Meine Schwestern, da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Hm. Auch egal. Das Leben geht weiter. Ach so. Neue Realität. Würde ich sagen. Vergiss es. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Mhm. Hier, kannst du mal halten? Das heißt immer noch bitte. Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Hey, shit. Halt mal die Lampe still, damit ich was sehe, okay? Ja, komm, halt die Lampe still. Schon krass, wie die den Puls hier nicht machen. Schlecht. Krass, wie die den Puls da. Vor allem das Gamepad ist ja auch am Vibrieren dabei, ne? Hört sich kompliziert. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Okay. Detroit, ist das dieses mit den Robotern, ne? Glaube ich. Oder mit diesen, ja, mit den Cyborgs, ne? Wow.
Da ist rechts was durchs Bild gehuscht. Okay. High five. Oh nein! Scheiße, ich hab's verpasst. Ey, du darfst dich auf nichts anderes konzentrieren. Shit. Ich hätte ihm gerne High Five gegeben. Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Protestieren? Streich. Komm, wir flirten noch ein bisschen mit ihm. So, beim Tennis, ja. So. Okay, du hörst das doch auch, oder? Muss ich mal schauen, ob ich das spiele. Muss ich mir mal angucken. Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Ich schaue nach oder besorgt. Wir sollten nachsehen, komm. Sie brauchen einen starken Mann. Wir sollten nachsehen. Wieso? Was, wenn da ein Rohr kurz vor dem Platzen steht? Oder ist es ein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung. Unwahrscheinlich. Aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Okay. Oh, einer von denen. Oh, komm schon! Wieso ist der abgeschlossen? Damit keiner hier reinkommt! Hey! Was? Hey! Was zum Teufel? Du! Ich wusste es. Was? Schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Ein bisschen lustig war. Ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht. Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Hm. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel, okay? Viel Spaß noch. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Gut. Ah. Wir haben offenbar wieder einen Spielabschnitt beendet. Oh, das sieht jetzt nicht mehr so gemütlich aus. Widmen wir uns deinen Gefühlen gegenüber Menschen mit Angst vorm Versagen, die sich sorgen, was andere über sie denken. Hast du auch diese Furcht? Ja oder nein? Habe ich Angst, was andere von mir denken? Nein, habe ich nicht. Und welches Gefühl hast du für Menschen, die sich
fürchten. Menschen, die sich fürchten. Habe ich Mitleid. Guck mal, der hat eine Kobra in dem Glas. Verstehe. Also Chris hat Angst vom Versagen. Hast du Mitleid mit ihm? So, jetzt beim letzten DLC. Ja, schön, gut. Habe ich Mitleid mit ihm? Ja. Das zeigt sich aber nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Hier in diesen... Mein Gott, du bist echt ein Freak. 312 Stunden, krass. Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Da stellt man die Weichen fürs ganze Spiel bei diesen Intermezzi. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Ich hätte gesagt Ehrlichkeit. Also, du sagst die Wahrheit. Auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Ich schätze Ehrlichkeit. Nächstenliebe. Du bist ein großzügiger Charakter. Wie schön. Mein Gott. Der wird immer unangenehmer, der Typ. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. In deiner Bretterbude. Was bisher geschah. Es war nur ein Spaß, Han. Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenschutz... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Nee, die ist nicht tot. Jess. Die ist jetzt noch nicht, die ist jetzt auf jeden Fall noch nicht tot. Heimgesucht. Zum Kommunizieren mit der 8 Stunden bis zum Morgen. Verstand befreien. Ein Ouija-Brett. Alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen. Und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. ich bin todernst. Absolut, man merkt es. Probieren wir es aus. Ja, bitte. Mal sehen, was passiert. Ashley, du, als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Mädchen sein. Abracadabra? Nee, flapsig. Wir sind lustig, wir nehmen das nicht ernst. Okay, ist jemand da? Hallo? Bitte rangehen. Geister, Anruf. Abracadabra. Komm schon. Falls ihr mich hören könnt, gebt uns ein Zeichen. Ja, ein Peace-Zeichen oder ein Leute, Stoppschild. Wenn ihr das Ganze nicht ernst nehmen wollt. Okay. Was ist denn das nächste Spiel? Was du vorhast? Ist jemand da? Egal wo, da ist. Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Nein. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Ah, okay. Wie können wir helfen? Wer braucht Hilfe? Ich taste mich mal vor. Wie können wir dir helfen? Er bewegt sich schon wieder. Was buchstabiert das? Das sagt er bestimmt öfter. Er bewegt sich schon wieder. Shit. Oh mein Gott. Warnung? Ich glaube, wir
müssen echt rausfinden, wer da mit uns kommunizieren will. Ach komm, vortasten. Wir tasten uns ganz zärtlich vor. Wir können dir nicht helfen, wenn wir nicht wissen, wer du bist. Kannst du uns sagen, wer du bist? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Sister. Wessen Schwester? Ach komm schon, ist das euer Ernst? Sei still. Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na... Welche Schwester ist es denn? Tja. Ashley, frag, wer es ist. Beth. Das war jetzt aus dem Bauch raus. Sprich da mit uns. Beth? Bist du das? Yes. Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Mhm. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Überleg mal, wäre das da tatsächlich Ben? Ich meine, wir könnten rausfinden, was passiert ist. Okay. Mal überlegen. Beth, was ist mit dir passiert? Aber wir tasten uns vor. Beth, wir möchten wissen, was dir damals zugestoßen ist. Sagst du es uns? H-A-N-N. Das heißt Hannah. Warte, es geht weiter. K-I-L-L, oh mein Gott. Killed? Leute, wieso sagt sie ermordet? Ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Es muss... Nein, bleib ruhig. Ich glaube, das heißt, jemand hat Hannah ermordet. Ich weiß es nicht. Ich stelle noch eine Frage. Wir tasten uns weiter vor. Okay. Wer ist Hannahs Mörder? Wer war das? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. B. R. O. O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Wow. Ja, ihr kriegt das ja nicht mit, aber der Controller ist ja am Vibrieren bei solchen Stellen. Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, so ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter, es ist nicht... Ich kann das wohl nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben! Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake, ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Das wäre natürlich eine Idee. Jess? So. Keine Kraftausdrücke, bitte. Spiel sagt, ich soll nach vorne Jess, gehen, also geh jetzt mal nach hinten. Wo bist du hin? Das ist Famous Second Son gespielt. Witzig. Was meinst du, wie ich mich erschrocken habe, als ich der Kontrolle anfängt, mit dir zu reden? Ja, ich habe das Spiel gespielt, ja. Ich habe es zu 100% beendet. Ich habe das Spiel komplett zu 100% erledigt, ja. Second Son. Obwohl ich sagen muss, ich war von nachher von der Fähigkeit mit dem Beton war ich sehr enttäuscht. Jess? Da hätte ich mehr erwartet. Schatz? Licht meines Lebens? Jess? Ich habe am meisten das Rauch Süße. Gebraucht. Also die Rauchfähigkeit habe ich verwendet und die gebraucht. Und diese Fliegfähigkeit, ne, diese Flügel. So, was ist hier? Ernsthaft? Das ist nicht witzig! Ah! Oh! Shit! Hätte mir fast in die Hose gemacht.
Ich habe die Karte komplett abgeräumt. Schon weiter. Ah, ich will da aber noch nicht weiter. Ich will erstmal ein bisschen hier nochmal stöbern, ob ich noch irgendwas finde. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier oben noch was finden werde. Wieder so ein Totem oder so. Da ist ein Totem, ich sehe es doch schon. Das sah jetzt aus wie ein Stiefel. Man muss hier in dem Spiel echt auch den Hintergrund im Auge behalten, weil zwischendurch sieht man da echt irgendwie so, weiß ich, was durchhuschen oder so. So, was haben wir denn da? Ein Wapiti. Gefahrtotem. Okidoki. Das heißt, wir schauen mal eben da rein. So, Gefahrtotem. Das war das Wapiti. Okay. Das heißt, wir könnten theoretisch Ereignisse der Vergangenheit nochmal abspielen. Etwas später sind die Bergleute. Bis ein Einsturz sie einsturzten. Und wurden wahnsinnig. Mörder. Nun vielen Jagden. Fassbar weit entfernt. Okay. Da kann ich nicht weiter. Ah, ich finde das schon okay, dass das Spiel einen da so ein bisschen durchleitet. Das finde ich schon in Ordnung. Das mag ich ja eigentlich. Weil Open-World-Spiele, die sind auch super. Also die spiele ich auch gerne. Aber die arten dann meistens in solcher Arbeit aus, weil man dann wirklich irgendwann anfängt, jedes Collectible zu sammeln und jeden Quatsch da zu machen. Und ja, auch wenn man sich hinterher denkt, ey, das ist nur Beschäftigungstherapie, ne? Mir fallen dabei Assassin's Creed immer diese Federn ein, die man sammeln musste in den ersten Teilen. Oh, das war einfach nur so zum Abarbeiten, einfach nur Beschäftigungstherapie. So. Da ist das auch mal eine ganz nette Abwechslung. Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt, wenn ich dich finde. Oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Warte, das musst du sehen! Hat die das jetzt echt, echt aufgezeichnet? Nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald. Das ist gruselig. Oh, hab ich das ist gruselig. Was bist du für ein Kerl? Dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Mike. Oh, das kann ich aber auch gut. Das kann ich auch gut. Man kennt jemanden erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Witzig. Sei witzig. Sehr charmant. Ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja, du musst dich vor mehr anstrengen. Du willst also mehr? Dann solltest du dich lieber anschneiden, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Predator. Ein Predator. So. Das ist doch Sam. Okay. Was haben wir dann hier jetzt bekommen? Wir gucken uns das nochmal ganz kurz an. Ja, das ist Sam. Die hat jetzt so einen Pferdeschwanz. Das hat man gesehen. Okay. Da ist nix. Dann gehen wir mal hier über das Brückchen, ne? Dann komm. Komm, Jessica, wir müssen los. Wir essen zeitig. Wow, das ist ja ein echtes Winterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. Es sieht aus, als wäre da betrunken. Ah ja.
Ja, die Steuerung ist halt sehr gewöhnungsbedürftig, ne? Aber es ist halt mal was anderes, ne? Na, der Manto. Auf geht's. Was war das? Nein. Nein. Bestimmt nur ein Eichhörnchen. Oder so. Ein Eichhörnchen. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu schnell laufe. Was? Hörst du das? Nein. Mhm. Hallo? Hallo? Jemand da? Nö. Gehen, ne? Andi, da kommen wir ja her. Okay. Dann gehen wir in die Richtung. Komm. Mädel, wir müssen weg. Hier wird kalt. Kriegen wir Frostbeulen und Hämorrhoiden und überhaupt. Hat was. Ist genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte im Wald. Ist toll. Cabin in the Woods. Bevor ich da reingehe, schaue ich mal hier lang. Das muss sehr amüsant für euch sein, habe ich das Gefühl, ne? Das sind Kaugeräusche. Ah, macht euch nur lustig. Verdammt. Echt furchtbar. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Hirsch beruhigen. Hey Mann. Oh mein Gott, das arme Tier. Ist ja. Okay. Es ist okay. Es ist okay. Mike, er hat so große Schmerzen. Es ist bald vorbei. Okay, Kumpel. Es ist bald vorbei. Oh Gott, ey, voll die. Okay, das sieht nach Quicktime aus. Sehr gut. Bleib auf dem Weg. Genau, bleib auf dem Weg. Helf ihr natürlich. Komm schon, wir müssen weiter. Ja, ja. Nein, hol die Schlüssel. Du musst sie öffnen. Und das Schloss ist nicht eingefroren. Oh mein Gott. Das war knapp. Was? Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Oh, Schwachsinn. Nein, 100%, 100%, 110. Einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Nö. Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Ich habe gesehen, wie Wirklich? Sie Autos öffnen. Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht.
Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, typisch. Oh, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Ja. Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung bitte. Ja. Jawolski. My Lady. Als erstes gucke ich hier mal auf den Tisch, da lag doch was. Was hat sie denn? Oh, Scheiße. Kacke. Mike! Was? Oh, Scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg! Ach, das Smartphone. Ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße! Danke! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Ach du Scheiße. Okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. Erstmal gucken wir hier auf den Tisch. Was haben wir denn da? Streichhölzer. Na, das ist doch mal was. Lucky Lucky. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki. Lucky Lucky, den jetzt gibt's. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Hab ich recht? Schnucki. Ja, das ist gut. Der Spruch ist super. Den werde ich mir auch mal benutzen. Nein, natürlich nicht. Wow, Jess! Sieh dir das an! Ist es ein Feuer? Nein, viel cooler. Viel cooler? Ich zeig's dir nur, nicht erschrecken. Man zielt nicht mit dem Waffe auf andere. Ne? Gefall ich dir? Oh mein Gott. Warum drehen Kerle bei Waffen immer komplett am Rad? Nicht? Nicht. Okay. Sie wird nie verstehen, was uns verbindet. Nein, sie wird's nicht verstehen. So, jetzt gucken wir hier mal. Oh, da liegt auch wieder was. Ah, wir können so viel entdecken. Oha, das ist die Stelle. Okay. Mythen und Legenden der amerikanischen Ureinwohner von Joseph Malek. Malek. Okay. Die Bärenmutter kehrte zurück. Sie war furchtbar zornig und griff den Kaufmann an. Doch er konnte mit den Pelzen ihrer Jungen fliehen. Ein mächtiger Adler wurde Zeuge des Geschehens und stieß auf den Kaufmann herab, der zwischen den Bäumen hindurchrannte. Doch ein Pistolenschuss konnte den Adler in die Flucht schlagen. Der Kaufmann verließ den Wald in Schadenfreude, während er an das Geld dachte, das er schon bald in Händen halten würde. Doch da fiel ein großer Baum um und versperrte ihm den Weg. Er musste umkehren und einen anderen Weg finden. Da traf er ein weiteres Mal auf die Bären. Der große Geist hielt ihn an, diesem Tag... Halt doch mal den Mund! Der große Geist hielt ihn an diesem Tag auf und die Bärin konnte Rache üben. Die Natur zu verärgern bedeutet, das eigene Leben zu opfern. Der große Geist sieht alles. Vergiss das nie und sei auf der Hut. Respekt ist die Lebensart des Stamms. Es hatten wohl noch mehr Leute eine Begegnung mit den netten Problembären. Mhm. Das macht es jetzt nicht wirklich besser. Zeichen und Symbole der amerikanischen Ureinwohner. Die Jäger der amerikanischen Ureinwohner nutzten Zeichen und Symbole, die sie in Bäume ritzen und an Wände malten, um mit anderen Stammesmitgliedern zu kommunizieren. Viele Symbole vermittelten religiöse oder mystische Glaubensgrundsätze. Einige warnten vor Gefahren oder boten Schutz, andere markierten gute Jagdgebiete. Die meisten Symbole waren stammesspezifisch und konnten von den anderen Stämmen nicht gedeutet werden. Die Abbildungen unten und gegenüber zeigen einige Symbole, die von den Stämmen in Nordamerika und Kanada benutzt wurden.
Bild eines Jägersymbols, gute Jagd, gutes Jagdgebiet. Bild eines Schmetterlingssymbols, die Vision oder ein Traum, eine Vision oder ein Traum von der Zukunft. Bild eines Schädelsymbols, ein Schutzzauber oder Bann, der vor bösen Geistern schützen sollte. Das war das, was wir in der Mine gesehen haben. Ne? Gut. Haben wir wieder was gelernt. So, und jetzt mache ich auch Feuer für dich, Mädel, wenn ich nicht noch was finde. Lass mich nochmal stöbern hier. Da liegt doch noch was. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Was haben wir denn hier hinten? Da ist auch wieder was. Henna. Beweisfoto. Hinweis entdeckt, ja. Hm. Henna holte Bronze beim Alberta Junior Internet Invitational. Aha. Okay. 2013. Tennis. Der Sport der Könige. Was haben wir denn hier? Ein Bettchen. Da liegt ein Buch. Wollen wir nochmal ein bisschen lesen, wa? Das Kamasutra, bearbeitet von Tom Heaton. Alles klar. Er guckt tatsächlich rein. Sehr schön. Wenn ein... Oh, was haben wir denn hier? Die waren einfallsreich. Wenn einer der Liebenden einen oder beide Schenkel des anderen zwischen seine oder ihre eigenen Schenkel aus Kräften presst, so wird das die Schenkelumarmung genannt. Vielfältiger Einsatz des Vergnügens in seinen höchsten spirituellen und physischen Formen. Was der Ehemann am stärksten von seiner Frau oder Geliebten begehren muss, muss die Frau oder Geliebte höchst ekstatisch erwidern. Die mannigfaltigen, intimen Freuden des Fleisches sind Ausdruck sowohl weltlicher Zuneigung als auch spiritueller Einigkeit. Daher muss, wenn der Ehemann die Position aufsteigender Elefant einnimmt, die Frau mit der Position antworten, die seit Urzeiten als prächtiger Schwan bekannt ist. Die fortgeschrittene Position, die als Eremit auf der Leier spielend bekannt ist, wird oft mit einer Position gepaart, die viele Namen trägt, aber zumeist tausend schön genannt wird. Was haben wir da jetzt noch? Wenn man das... Ich weiß nicht, ob ich fit genug bin für diese Art von Matratzensport. Wenn man das Bild einer Person im Spiegel oder im Wasser küsst oder den eigenen Schatten an der Wand, ist das ein Kuss der Offenbarung. Wenn die Frau ihre Schenkel um die ihres Liebhabers verschränkt, entsteht die umschlingende Position. Ah ja, gut. Hätten wir das auch geklärt. So, ich gehe dann mal meinen Film gucken. Dankeschön und ja, dann viel Spaß beim Film, ne? Schön, dass du da warst und hoffentlich bist du am Sonntag wieder dabei. Ab 13 Uhr. Ja, mach auf. Mann, verdammt! Mach weg! Das ist doch nur ein Vorhang, Mensch. Scheiße! Fuck, fuck, shit! Ja. Wow, du kleiner Schisser, Mike. Genau. Komm schon. Reiß dich zusammen. Gibt's da irgendwas? Nee, ne? Ein Klo. Da ist nix. Das hatten wir schon. Da ist auch nix. Dann mache ich jetzt auch Feuer für meine Frau. So, jetzt machen wir Strom hier. Cool. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Wenn du das sagst. So, und wie gesagt, auf Twitter hast du dann, da bekommst du immer die News, wenn hey, sich was tut, ne? Ist okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel, du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Ach, du bist falsch verkabelt. Mein Gott. Aufmachen. Zack. So. Da
Einmal anzünden. Zack. Natürlich ist nur ein Streichholzer drin. Feuer 0. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, mit Alkohol wäre es entspannter. Ach Gott. Na, wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so weit. Warte mal, beruhigen. Wir sind ja ein Gentleman. Mache ich irgendwas falsch? Nein. Ich meine, ich dachte, du bist so, aber du bist irgendwie anders. Ergibt das einen Sinn? Du kannst nichts dafür. Jess, ich mag dich wirklich. Was du auch von mir denkst. Tja, gib mir eine Chance. Und ich werde dir zeigen, was du brauchst. Oh Gott. Also, dein Selbstvertrauen gefällt mir. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jess, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay, Fensterläden zu. Was passiert denn jetzt? Voilà, die Läden sind dicht. So, wo waren wir? Tut mir leid. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und was? Was durchzuziehen? Also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Jo. Jess, das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast ein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja, und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Bekomme ich jetzt eine Strafe, weil Kuppelei ist doch eigentlich verboten, ne? Sie halt nach. Na. Hi Sarah, die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Scheiße. Das Smartphone. Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Gute Frage. Keine Ahnung, es kam halt das Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh je.
Oh nein. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Oh je. Ist zumindest ein Statement, ne? So eine Scheiße! Oh, oh nein! Aber sie ist noch nicht tot. Also wir haben nicht definitiv gesehen, dass sie tot ist, ne? Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. So.